Moin. Ich habe den Titel für das Video bewusst so gewählt. Aber lass mich dir eines sagen, ich möchte hier die Organisation beurteilen und nicht diejenigen, die dorthin gehen. Hillsong ist eine Organisation, die mehrere Ableger in vielen Ländern hat. Und ich werde dir anhand von Videos und Aussagen von Verantwortlichen beweisen, dass diese Kirche einen falschen, einen anderen Jesus predigt und sie im Kern Satanismus praktiziert. Ich war für einige Jahre in einer modernen Brüdergemeinde und dort auch im Technikteam involviert und auch im Medienteam. Und ich war auch einige Zeit lang auf dem modernen Evangelium-Trip, möchte ich mal so sagen. Wobei meine ehemalige Gemeinde kein Wohlstandsevangelium predigt wie Hillsong. Aber sie bezeichnet sich als moderne Brüdergemeinde am Puls der Zeit. Und es gehen dort viele engagierte Kinder Gottes hin, die den Herrn mit einem ehrlichen Herzen loben und nachfolgen wollen. Und ich habe erkannt, dass die Bibel sich selbst auslegt. Technik zu benutzen ist keine Sünde. Allerdings, wenn man nur auf Technik achtet und auf Qualität und die Gemeinde modernisieren will, kann es geschehen, dass das Wort Gottes verwässert wird. Aber das ist mir auch nochmal ganz wichtig, hier klarzustellen. Meine ehemalige Gemeinde kann man nicht mit Hillsong vergleichen. Hillsong ist das Beispiel, das Paradebeispiel einer Gemeinde, die die Modernität über allem stellt. Und sie predigt ja auch ein falsches Evangelium, nämlich das Wohlstandsevangelium. Und es gibt sicher auch viele Kinder Gottes, die dort in die Hillsong-Gemeinden gehen. Sie hat ja weltweit Ableger und den Herrn loben und preisen wollen. Geistige Reife wird man allerdings dort nicht erlangen können, weil die Predigten verwaschen sind und eben auch ein falsches Evangelium verkündigen. Und sie sind auch für ein Publikum zugeschnitten, welches aus der Welt kommt. Das ist ja das Problem. Die Gemeinde sollte für die Gemeinde predigen. Hillsong ist das Paradebeispiel einer modernen Kirche, die mit weltlichen Mitteln die Weltmenschen faszinieren und einladen will. Es gibt dort keinen Unterschied. Es gibt dort keinen Unterschied zwischen einem weltlichen Megakonzert mit Tausenden von Besuchern und einem Hillsong-Gottesdienst, wobei ich das Wort Gottesdienst echt ungern in den Mund nehme. Hier wird also versucht, Menschen mit weltlichen Mitteln in etwas hineinzulocken, ohne aber das ganze Evangelium zu verkündigen und auf die Errettung durch Jesus Christus hinzuweisen und auch zu sagen, dass wir als Menschen verloren sind, sündig und deswegen Errettung brauchen. Und ich habe dann diese Recherche begonnen, weil ich gedacht hatte, dass Hillsong eine lauwarme Gemeinde ist und wollte das einfach nochmal nachprüfen. Bei dieser Recherche habe ich allerdings herausgefunden, dass sie das mitnichten ist. Sie ist etwas ganz anderes. Hillsong ist eine satanische Organisation, die den Satan anbetet und okkulte Rituale in ihren Videos und Aufführungen durchführt. Es ist wirklich unfassbar, was ich gesehen habe und was ich euch zeigen werde. Da bleibt kein Raum an Spekulationen. Und ich habe einige Schockierende in meinem Leben gesehen. Doch das, was ich ganz besonders in dem einen Video gesehen habe, welches ich als letztes von drei Videos zeigen werde, das hat eine Qualität an Gotteslästerung, die ihresgleichen sucht. Für diejenigen, die diese Videos nicht sehen möchten, blende ich kurz vor Beginn die Zeit ein, bei der diese Videos zu Ende sind. Ich sehe es hier als meine Aufgabe, ein Zeugnis zu geben von den Werken der Finsternis, von den Kirchen, die sich als solche bezeichnen und in Wahrheit Gott lästern und Satan als Herrn anbeten. Hillsong steht für sie nur als Bild, als Paradebeispiel. Da gibt es noch andere große Gemeinden. Mit Epheser 5, 10 bis 14 will ich die Wahrheit ans Licht bringen, denn dort steht geschrieben: Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Doch fangen wir mit Karl Lenz an. Wer ist Karl Lenz? Karl Lenz ist... war der leitende Pastor von Hillsong in New York. Er umgab sich gerne mit Stars, den richtigen Stars. Zum Beispiel Justin Bieber,
oder Oprah Winfrey und auch Paul Logan zählt er zu seinen Freunden. Paul Logan ist ein sogenannter Reality Star, der mit seinem Bruder viele Millionen verdient. Und übrigens, er ist auch ein Soziopath, genauso wie sein Bruder. Er hat in Japan ein Selbstmordopfer gefilmt und sich darüber lustig gemacht und es verspottet und den Clip veröffentlicht. Das schlug ziemlich hohe Wellen und er hat danach eine halbgare Entschuldigung abgegeben, weil viele Sponsoren und Werbepartner abgesprungen sind. Aber ein Soziopath empfindet keine Reue über sein Verhalten. Und wer sich mit ihm und seinem Bruder eingehender beschäftigt, wird erkennen, dass das Soziopathen sind. Mit solchen Leuten umgibt sich Kyle Lenz offenbar gern und trat auch in einigen Fernsehsendungen auf. Sein hippes Aussehen war sein Markenzeichen. Er wollte ein cooler Pastor sein, der anders als die biederen Pastoren war. Ein Rocker halt, mit rockigen Botschaften, die man als Motivationsreden durchgehen lassen könnte, aber nicht als biblisch fundierte Predigten. Er veröffentlichte auch so tiefgehende Bücher mit dem vielsagenden Titel »Lebe den Moment«. Und ratet mal, wie oft der Name Gott oder Jesus in den Kapitelüberschriften des Buches vorkommt. Ganze einmal. Von 28 Kapiteln. Und dieser Titel lautet »Wenn Jesus Instagram hätte«. Ja, vielen Dank. Kyle Lenz ließ sich feiern, machte Werbung für sein Buch in der Gemeinde und hielt auch Signierstunden dort ab. Anstatt dass die Leute die Bibel kauften, kauften sie sein Buch. Und er schrieb nicht nur eins. Er lebt den Lifestyle eines Promis, der mit anderen Stars abhängt, und er machte auch keinen Hehl daraus, was er von seinem eigenen Körper hielt. Und ich muss ganz klar sagen, ich finde es absolut unangemessen, als Pastor so herumzulaufen, dass der kleine Adam ja schon fast aus der Hose rutscht. So eine Pose ist lasziv und sie widert mich an. Kyle Lenz wurde am 4.11.2020 von der Hillsong-Organisation gefeuert. Er gab dann noch einen Instagram-Post ab und ja, schrieb darin von moralischen Verfehlungen und auch der Reue. Er wolle sich in Reha begeben und offensichtlich hatte er seine Frau betrogen. Ich habe das, diese ganzen Nachrichten so am Rande mitbekommen und hab dann auch gedacht, okay, das ist hier Kyle Lenz und ein Einzelfall und das hat jetzt erstmal mit nichts mit der Organisation zu tun. Ich fand das ja auch wirklich gut, dass Hillsong ihn gefeuert hat. Aber das ist auf jeden Fall ein Werk der Finsternis, denn Satan verführt gerne auf sexueller Ebene. So etwas schändet nämlich nicht nur den Leib, sondern auch die Seele. Ich habe dann bei Doreen Virtue allerdings einige Aussteigerberichte von Hillsong und von Bethel Church, also von den Kirchen, die das Wohlstandsevangelium predigten, angeschaut und habe dann einfach begonnen, Hillsong und diesen sogenannten Skandal noch einmal für mich persönlich stärker zu beleuchten. Ich wollte einfach wissen, was es mit dieser Gemeinde auf sich hat. Und da stieß ich auf die Nachricht, dass Mitglieder und Betroffene auspacken und einen Brief geschrieben haben an die Organisation von Hillsong und dass dieser Brief einen systematischen Missbrauch offenbart. Da geht es nämlich tatsächlich nicht darum, dass Kyle Lenz nur eine Affäre gehabt haben soll, sondern seine Machtstellung als Pastor ausgenutzt hat. Aber nicht nur er, sondern auch andere Mitglieder. Die Hillsong-Mitarbeiter haben die Kirche zum Dating benutzt. Nachdem sich eine Gruppe von Freiwilligen der Kirche in einem Brief dazu geäußert hatten, von Kyle Lenz sexuell belästigt worden zu sein, wurde dem Star-Pastor nach 10 Jahren gekündigt. Zudem wurde in dem Brief die ganze Kirche als ein Nährboden für unkontrollierten Missbrauch bezeichnet. Die Begründung, Kyle Lenz soll nicht der einzige gewesen sein, der Affären mit Kirchenmitgliedern gehabt haben soll. Weitere Vorwürfe aus dem Brief: respektloses Verhalten gegenüber Frauen und Geschlechtsverkehr mit 19-20-jährigen weiblichen Mitgliedern. Die Beziehungen der Mitarbeiter zu den weiblichen Mitgliedern sollen teilweise von emotionalem und körperlichem Missbrauch geprägt gewesen sein. Außerdem seien die Richtlinien, um sexuelle Belästigung zu verhindern, entweder schwammig oder teilweise gar nicht vorhanden. Da haben wir wieder auch die satanische Frucht. Es ging also gar nicht um Kyle Lenz als Einzelfall, sondern es scheint tatsächlich ein System dahinter zu stecken. Und das ist jetzt meine Annahme. Kyle Lenz wurde gefeuert, als man das nicht mehr vertuschen konnte. In einem anderen Artikel meldet sich auch eine der Affären zu Wort und behauptet, dass es ein monatelanger Kontakt gewesen ist, dass es Liebe gewesen ist, dass Kyle seinen Nachnamen gar nicht genannt hat,
Er hat sich als Sportsjournalist ausgegeben und er hat dieser Frau auch nicht gesagt, dass er verheiratet ist, weil er hat keinen Ring getragen. Da haben wir auch wieder die Frucht der Finsternis. Für mich kann Karl Lenz kein Kind Gottes sein. Das ist einfach nicht möglich, nach dem, was ich jetzt hier alles über ihn herausgefunden habe. Aber jetzt kommen wir zu der Organisation und zu den Videos. Denn Karl Lenz ist eine Frucht. Ich sehe Karl Lenz als eine Frucht. Und in der Bibel steht, wenn die Frucht faul ist, so ist es auch der ganze Baum. Und deswegen müssen wir die Früchte prüfen. Ich fange hier mit einem Musikvideo an namens Peace, welches Hillsong nach Kritik runtergenommen hat. Das ist auch ein Verhalten, welches mir zeigt, dass Hillsong sich dessen bewusst ist, was es macht. Und wenn sie Kritik bekommen, dann nehmen sie das Video einfach runter. Aber sie hören einfach nicht auf damit, solche Videos zu drehen oder solche Performances auf der Bühne zu geben. Wenn es einen Shitstorm gibt, dann nehmen sie das Video einfach runter. Das haben sie auch schon mit Performances gemacht. Dann war die auch nicht mehr zu sehen. Das hier ist ein Re-Upload von einer Schwester aus den USA. Ich kann das, was diese Schwester in diesem Video beschreibt, dem absolut nur zustimmen. Wir sehen hier, man kann das hier in diesem Bild nicht so gut sehen, aber es sind 7 Bräute. Das sind für mich die 7 Gemeinden in den Sendschreiben. Wir sehen, dass es Bräute sind, weil sie sind verschleiert und sie tragen alle ihre Kronen. Die da hinten in der Mitte kniet. Und wir werden hier gleich sehen, wie diese Krone ablegt. Dieses gesamte Video ist ein satanisches Ritual und zeigt mir einen Namenschristen, der seine Krone ablegt. Es war eine falsche Krone. Und dann dem Antichristen nachfolgt. Ja, eine Frau in Rot gehüllt, roter Schleier, rotes Kleid. Und hier sehen wir das luziferische Licht. Sie hebt ihren Kopf. Jetzt sieht man mit ihren Krallenhänden, setzt sie die Krone ab. Allein diese Hände, die sind so widerlich gestaltet. Hier wird der Schleier gelüftet. Die Frau im roten Kleid symbolisiert für mich die Frau auf dem Tier, die Hure Babylon, die das Blut der Heiligen trinkt und trunken von deren Blut ist, wie es in der Offenbarung beschrieben steht. Hier sehen wir die Braut sich langsam der Frau in dem roten Kleid und dem roten Schleier nähern. Das luziferische Licht beginnt langsam an ihrem Körper hochzuwandern. Hier werden weltliche Bilder eingeblendet, die alle rückwärts laufen. Die Frauen, die anderen Bräute, die sitzen, werden von diesen Bildern angeblendet. Das ist eben auch das Verdrehte, nicht? Also es läuft hier alles rückwärts. Diese Kirche glaubt ja tatsächlich, dass sie den Frieden auf diese Erde bringen kann. Und hier sehen wir die Kronen alle runterfallen von allen Bräuten. Und hier sehen wir Zuckungen. Für mich sind das dämonische Zuckungen. Und das luziferische Licht wandert immer höher zu der anderen Braut. Diese Kirche glaubt ja, den Frieden auf diese Erde zu bringen und auch das Königreich Gottes zu errichten, was auch eine Irrlehre ist. Und das luziferische Licht erreicht jetzt ihre Augen, die Erkenntnis, das Bewusstsein. The Great Awakening, wir sehen, wohin es läuft. Das, was jetzt bald geschieht, ist die Offenbarwerdung des Antichristen. Und hier sehen wir, wie diese Frau, die sich ausgibt, eine Braut Christi zu sein, mit Blut übergossen wird. Und das ist ein satanisches Ritual, denn das Blut Jesu Christi hat mich reingewaschen, meine Kleider sind jetzt rein, meine Kleider sind weiß. Und hier war das Kleid weiß und es wurde in Blut eingetaucht. Satan ist ja der Verdreher. Okay, das war das eine Video. Ich zeige euch jetzt einen Hillsong Ostern Trailer von 2019. Der auch den so passenden Titel trägt, King of Heaven, König des Himmels, Kreuz gleich Liebe.
Und wir werden jetzt in diesem Trailer einfach gleich mal schauen, ob er tatsächlich von Jesus Christus handelt oder nicht doch von jemand anderem. Ich bin ein Centurio, Commander von vielen Armeen, Verteidiger von Rom. They say he is the prophesied king. The people are rallying behind him, and day by day the prospect of insurrection grows. Sie sagen, er ist der prophezeite König. Die Menschen formieren sich hinter ihm. Und jeden Tag wächst die Aussicht auf Revolte. Und hier sehen wir eine Schlange, die am Kreuz hochkriecht. Und an dem Kreuz ist ein merkwürdiges Adlersymbol angebracht. Würde mich nicht wundern, wenn das zu Skull and Bones gehören würde, einer satanischen Organisation oder einem anderen Freimaurerzirkel. Eines ist ganz klar, dieser Adler symbolisiert nicht Jesus Christus. Is this the man? I have heard of him, healing the sick and preaching peace to the masses. Er heilt die Kranken und predigt Frieden zu den Massen. Is he really the one to spark a revolution? Ist das wirklich derjenige, der eine Revolution entfacht? Und das, was ich hier sehe, ist ja eine Gotteslästerung. Hier wird ein Jesus Christus präsentiert, der ein falscher Jesus ist. Das ist nicht der Jesus Christus aus der Bibel. Das hier ist ein Verspotten von Jesus Christus, meinem Herrn. Und irrt euch nicht. Also diejenigen, die das hier produziert haben, die das hier gutheißen, die sich lustig über Jesus Christus machen, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Und hier wird ein Totenschädel eingeblendet. Das ist ja auch ein ganz eindeutiges satanisches Symbol. Und hier wird es dann auch wieder verspottet. Zuerst ist auch das Kreuz so in der Hälfte zu sehen. Ne? Cross equals love. Das ist für mich hier die Ankündigung des Antichristen, des falschen Messias, der eben nicht Frieden auf diese Erde bringen wird, sondern das genaue Gegenteil. Und mit diesem gesamten Trailer wird Jesus Christus verspottet und verlästert. Und nochmal zu Kreuz gleich Liebe. Jesus Christus ist aus Liebe an das Kreuz gegangen, aber er ist heilig und gerecht. Und er wird eines Tages hier auf diese Erde wiederkommen und er wird für viele ein Richter sein und leider nur für wenige ein Retter. Liebe ohne Grenzen ist keine Liebe, sondern Perversion. Das ist das satanische Prinzip, was ja dir sagt, tu, was du willst. Ja, tu, was du willst. Das ist Anarchie. So, und diejenigen, die immer noch nicht davon überzeugt sind, dass Hillsong die Kirche Satans ist, ich zeige euch hier eine Performance von 2016, auch wieder die Hillsong-Kirche in England. Und ich warne euch, das hier ist eine okkulte satanische Zeremonie, die dort auf dieser Bühne präsentiert wird. Hier wird der Herr Jesus Christus in schlimmster Art und Weise gelästert und es war für mich auch kaum auszuhalten, mir das anzusehen. Ich finde es aber wichtig, die Wahrheit hier zu zeigen, was hier geschieht, was hier läuft. Und ich blende jetzt die Zeit ein, bei der das Video zu Ende ist. Wir sehen es uns an und ich rede ein bisschen darüber. All our jobs are glamorous, men. The guilty and the innocent, they both die by our blade. Das erinnert mich so fast wie an Hitler. Man sieht ja hier auch ein industrielles Setting, Schnee fällt. And today is no different. But who are we to judge? The pages of history are written in blood. Are you ready for the world to pen another? Es geht jetzt hier um die bevorstehende Kreuzigung von Jesus Christus. Make ready. Who are you? And who is your commander? Who is an agent in countless battles? Who marches with shoulder to shoulder, shield to shield? Have we seen blood? Have we seen death? Have we seen sacrifice?
Habt ihr Blut gesehen? Ja. Habt ihr Tod gesehen? Ja. Habt ihr Opfer gesehen? Ja. Wir haben Tod gesehen, aber keinen Tod wie diesen. Auch diese bedrohliche Musik, das ist wirklich hier der Beginn einer satanischen Zeremonie. Das ist ein okkultes Ritual. Das soll Ostern repräsentieren übrigens. Nochmal zur Erinnerung. Die Bühne wird in Rot getaucht gleich. Und seht ihr das auch? Wie das Kreuz angeleuchtet wird, das ist ein umgedrehtes Kreuz. Ja, weil der untere Teil in diesem weißen Licht ist. Und ihr werdet gleich sehen, das Kreuz wird gleich komplett eingeblendet. Aber hier für einige Sekunden sieht es so aus, als ob das ein umgedrehtes Kreuz ist. Die Satanisten verstecken das gar nicht, was das hier ist. Hier wird nicht Ostern gefeiert, sondern hier wird der Herr verspottet. Und gleich betritt eine Hexe die Bühne. Verzaubert sozusagen mit einem Zauber die Gemeinde. Und hinter ihr folgen ja Dämonen oder Tote, die ja in Ketten sind. Und wir sehen im Hintergrund Totenschädel. Und aus dieser Gruppe der Dämonen fällt einer gleich zu Boden und das soll Jesus sein. Und der eine Zenturio will ihn geißeln und der Commander hält ihn auf. Das hier ist der Versuch Satans, die Kreuzigung zu verhindern. Das hat er damals auch ganz sicherlich versucht. Und das ist die Verspottung. Ja, es steht eindeutig in der Bibel, dass der Herr Jesus Christus gegeißelt worden ist, welches eine unglaublich brutale Art der Folter war schon. Viele sind damals schon bei der Geißelung gestorben. Und diese Geißelung wurde jetzt verhindert durch den Commander. Und dann sagt er, selbst Tod hat Würde verdient. Übrigens, Jesus Christus ist auferstanden. Und er wird eines Tages in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Even the dead deserve dignity. Guards! Wachen! Und jetzt, ja, hängen sie an das Kreuz, das S, den falschen Jesus, den satanischen Jesus. Im Hintergrund sehen wir wieder Totenschädel eingeblendet. Und ja, die Dämonen tanzen jetzt einen Tanz. Also sowas habe ich zum Beispiel in der Bibel auch nicht gesehen, dass das so beschrieben steht. Der Kommentator, der das Video hier bespricht, sagt einfach auch, dass das hier wirklich ein Illuminati, ein satanisches Ritual ist. Und er hat recht, weil gleich kommt der Höhepunkt des Ganzen. Und wenn ihr das hier schon schlimm genug findet, dann schaltet ab. Ich blende jetzt nochmal die Zeit ein, bei der ihr wieder einschalten könnt.
Ich habe in meinem Leben viel Schlimmes gesehen, viel Schockierendes. Aber das hier schockiert mich immer wieder aufs Neue. Und ich zeige das hier bloß, um Licht in die Finsternis zu bringen, um das Dunkle hervorzuheben und aufzudecken, wen diese Kirche dient. Hier im Hintergrund sehen wir noch einmal den Totenschädel, der die ganze Zeit immer wieder eingeblendet worden ist. Es ist auch interessant, dass dieser Totenschädel über diesem Kreuz thront. Für mehr fehlen mir die Worte. Das ist einfach nur satanisch, was hier geschieht. Es ist keine Kirche des Herrn Jesus Christus. Das ist eine satanische Kirche. Das ist keine Kirche, die den Herrn Jesus Christus predigt und ihn preist und ihn ehrt. Das ist eine Kirche, die den Herrn Jesus Christus, meinen Heiland, spottet. Sie spottet ihn, sie spottet die Kreuzigung, sie spottet alles. Sie spottet das Wort. Und deutlicher als dieses Video geht's doch gar nicht mehr. Die Frucht ist Karl Lenz. Der Baum, die Zweige, das ist die Kirche. Und kommen wir jetzt zu der Wurzel, zu dem Gründer von Hillsong, der in einem Interview zugegeben hat, dass sein Vater einen Jungen missbraucht hat und der Vater durfte dann nicht mehr predigen und sie haben auch sichergestellt, dass er nicht mehr in die Nähe zu Kindern kommt. Aber sie sind nicht zur Polizei gegangen. Und ich zeige euch hier das Interview, in dem er das zugibt. October 1999 was a fateful day where I was having a meeting in my office with one of my colleagues and he went on to tell me that someone had rung into our church office and had made a complaint that 30 years before my father had abused a boy. We didn't cover it up. We did tell people straight away. We did take his credential off him. He never did preach again. And we did oversee and ensure that he was never put in a position to be close to kids to be able to do that again. What we didn't do is report it to the police. Ja, und Brian Houston sagt in diesem Artikel, dass das Opfer keine Polizei hinzuziehen wollte und ihn auch darum gebeten hat, das nicht zu veröffentlichen. Aber Brett Sengstock, der von dem Vater vergewaltigt worden ist, also vom Vater von Brian Houston, sagt etwas anderes. Er sagt, dass Brian Houston lügt. Er wollte, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Er wollte, dass die Polizei hinzugezogen wird. Und wem wollte dann mehr glauben? Einen Sohn, der seinen Vater geschützt hat, denn der Vater ist jetzt auch längst tot. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er auch über diesen Missbrauch gesprochen hat, nachdem der Vater gestorben ist, damit man das auch nicht mehr rechtlich verfolgen kann. Oder dem Opfer, welches von Brian Houstons Vater vergewaltigt worden ist. Er hat Brian nicht gesagt, dass er nicht zur Polizei gehen soll. Und Brett Sengstock hat es Brian mehrfach gesagt, er wollte eine Untersuchung, aber niemand hat ihm zugehört. Und sie haben tausende Dollar einem Anwaltsteam bezahlt, damit sie ihn einschüchtern. Und dann spricht er auch, dass es noch mehrere Opfer gibt. Und dieser Brian Houston hat tatsächlich die Frechheit, weiterhin zu predigen, weiterhin die Bühne zu betreten, weiterhin so zu tun, als würde diese Kirche Jesus Christus repräsentieren. Sie glauben weiterhin, hier Frieden auf diese Erde zu bringen, das Königreich Gottes auf diese Erde zu errichten, welches einfach ein falsches Evangelium ist. Und seine Früchte folgen ihm nach. Er ist die Wurzel, er ist der Gründer von Hillsong. Und es werden Tausende und Abertausend Menschen verführt in dieser Kirche. Ich mag sie gar nicht so nennen, wirklich nicht. Ich möchte Galater 1, 6 bis 10 vorlesen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es jetzt auch wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht.
Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Irre dich nicht, Hillsong. Gott lässt sich nicht spotten. Der Herr wird bald kommen und die Kinder Gottes in den Himmel holen. Und ich befürchte, dass viele, die in diese Kirche gehen, zurückbleiben werden. Und diese werden dann höchstwahrscheinlich dem Antichristen folgen und das Mahlzeichen annehmen. Denn diese satanische Kirche erwartet jetzt den Antichristen. Sie kündigen den Antichristen an mit ihren gotteslästerlichen Videos, mit ihren gotteslästerlichen Trailern und mit ihrer gotteslästerlichen Performances auf der Bühne. Doch irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Der Tag des Herrn kommt, und sein wird die Rache sein. Deswegen bin ich dankbar. Die Diener des Herrn sind nicht von dieser Welt. Deswegen müssen wir hier auch nicht kämpfen. Wir können hier auch gar nicht kämpfen, weil das ist hier ein geistiger, ein spiritueller Kampf, der hier geschieht. Und wir werden ihn verlieren. Aber den Großen haben wir bereits gewonnen, denn es steht fest. Der Herr kommt wieder. Und sein Opfer am Kreuz ist das größte Wunder, welches je vollbracht worden ist. Es ist vollkommen und es ist heilig. Und Jesus Christus ist das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt durch sein Opfer hinweggenommen hat. Wenn ich daran glaube, dass er meine Sünden am Kreuz getragen hat, dann bin ich gerettet. Der Herr wird kommen. Und der Herr wird bald kommen. Und eines Tages wird er sichtbar hier auf diese Erde kommen und ein echtes Friedensreich errichten. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen und bekennen, dass er der Christus ist, dass er der einzig wahre König ist und dass nur ihm allein die Ehre gebührt. Möge der Herr dich vor dem Bösen bewahren und dir die Wahrheit zeigen, solange noch Zeit ist.